Test. Das müsste funktionieren. Hallo? Hörst du uns? Das ist ja großartig. Ja, wir können anfangen. Wir haben Jan-Philipp Kaller zu Besuch im Talk dort, freuen uns tierisch drauf. Und jetzt sind wir auf dem Dom, es wird gerade aufgebaut. Würdest du denn nächste Woche mit mir eigentlich mal wilde Maus fahren? Ja, nee. Kannst mich fragen, ob ich mit dir irgendwo Champignons, Maiskolben oder meinetwegen auch Zuckerwatte essen gehe, aber ja, die wilde Maus, da gucke ich dir lieber. Keine Achterbahn? Zu. Nee, keine Achterbahn. Geisterbahn? Dosenwerfen. Okay, alles klar, dann machen wir nächste Woche Dosenwerfen, das ist super. Hast du Lieblingsplätze auf St. Pauli? Auf St. Pauli bin ich eigentlich überall gerne. Ja. Natürlich das Stadion und alles, was so rund ums Millerntor passiert, finde ich eigentlich ganz gut. Und Schanze, Hafen, auch die Reeperbahn hat ihre schöne Ecken. Hier ist, wird jetzt der Dom aufgebaut, Pflanzen und Blumen, viele schöne Ecken hier. Zum Millerntor kann man ja sagen, also die Lage ist ein bisschen besser als für die Kollegen vom HSV, ne? So ein bisschen St. Elling. Ja, also ich weiß gar nicht, ist glaube ich das einzige Stadion, was so mitten in der Stadt liegt. Dafür natürlich auch bekannt und besonderer Bezug für die Leute, die hier wohnen, zu dem Verein. Ja, haben wir gesagt nicht viele und macht das Ganze nochmal ein Stück weit besonderer. Besonderer, besonders. Oftmals, so auf Domen und Zirkusgeländen wird ja immer mal gesucht, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Aha. Und wenn wir jetzt mal so 7 Jahre weiterspringen, irgendwann musst du ja umschulen, wäre das was für dich, so eine Runde mitzureisen? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht mit dem passenden Fahrgeschäft dazu. Allerdings will eine Wasserrutsche vielleicht, eine Wildwasserbahn. Okay. Ja, alles klar. Ich glaube, so als Betreiber von einer Wildwasserbahn kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch mal ein Ausblick. Glaube ach so, nicht. Aber vielleicht. Vielleicht in 7 Jahren Wildwasserbahnbesitzer, Betreiber und bis dahin noch so ab und zu am Millerntor. Hier um die Ecke, hinten. Ab und zu, ich hoffe ein bisschen häufiger. Sehr schön. Wir sehen uns im Talk dort. Tschüss. Wiedersehen.